Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Cornhub. Heute mal wieder eine ganz wilde Nummer und zwar heißt die Map hier Forst Challenge, beziehungsweise wenn man es ins Deutsch übersetzt, Karte der Waldherausforderungen. Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Abt Frankie, gibt es in dem PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr benötigt keine weiteren Mods, um auf dieser Karte spielen zu können. Und ihr seht eventuell schon, es ist eine relativ wilde Sache, beziehungsweise, naja, mit einer wirklichen Map kann man das hier nicht vergleichen. Eher was für Hardcore-Baumschubser, die ein bisschen Spaß haben wollen. Generell erstmal zu den Hardfakten der Karte. Wir haben keine Multifrüchte, hätte man auch nicht anders erwartet. Wir haben keine Höfe. Wir haben ein Feld, was angelegt ist. Der Rest besteht zu 99,9% aus Bäumen. Verkaufsstationen gibt es genau eine und das war es auch schon mal mit den Hardfakten dazu. Wir starten einmal hier in, mittig würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwo im Nordosten mäßig so und hier haben wir dann dementsprechend auch schon unser Startgedöns. Wir haben ein Zelt, was als Baum oder Farmhaus in dem Falle fungiert. Wir haben hier die Verkaufsstelle für das Holz, beziehungsweise auch für später für andere Flächen. Wir haben den Shop-Trigger und wir haben den Reparatur-Trigger. Und das ist es gewesen. Wir sind einmal rundherum eingezäunt. Es gibt auch nirgendwo irgendwie Tore oder so. Sprich, ihr müsstet erstmal im Baumenü hier irgendwas wegreißen, um erstmal weiterzukommen. Und ansonsten sehen wir, wir haben hier mehr oder weniger eine halbrunde Karte, wo nur Bäume dastehen. Bäume in, sagen wir mal, unterschiedlicher Größe, also es sind alles Einheitsbäume, es ist alles eine und die gleiche Baumart, davon mal ab, aber die einen sind halt noch mittelgroß und die anderen sind halt statistisch gesehen ausgewachsen. Der Modder verpackt das Ganze in seiner Beschreibung wie folgt, dass das hier die Challenge eures Lebens sein wird und dass ihr entscheidet, was ihr macht und dass ihr euch zu den Ländereien durchschlagen müsst. Und dann kann man sich jetzt fragen, okay, welche Ländereien? Er meint gegebenenfalls Land 1. Okay, deswegen fliegen wir mal zu Land Nummer 1, was sich hier im Süden mehr oder weniger befindet. Und sehen wir an, hier ist dementsprechend sogar ein Feld und da ist Raps drauf. Wie ihr wisst, schön, rundherum sind Bäume, beziehungsweise im Feld selber sind auch Bäume mit drin. Ob gewollt oder nicht, sei mal dementsprechend dahingestellt. Und der Rest der Karte besteht dementsprechend aus Bäumen. Heißt also im Umkehrschluss, ähnlich wie die No Man's Land, ist das hier so ein ähnliches Prinzip. Das heißt, in der No Man's Land habt ihr größtenteils nur Wiesen und müsst damit eure Ländereien erfüllen. Hier habt ihr halt alles voller Bäume, müsst die Bäume wegschubsen und müsst dann eure Ländereien erstellen oder also Felder erstellen und machen und tun und lassen und habt da alles nicht gesehen. Ansonsten ist die Karte nämlich leer. Also leer im Sinne von, wir haben Waldboden, der sieht soweit auch ganz ordentlich aus. Wir haben Flächen, die sind dichter bewachsen mit Bäumen. Wir haben Flächen, die etwas weiter offen sind, wie diese hier zum Beispiel. Und das ist es gewesen. Wir haben nicht wirklich Feldwege. Wir haben ein bisschen Erhöhung im Terrain. Also es geht mal hoch, mal runter, mal links, mal rechts und so. Ne? Aber ansonsten seht ihr, es bewegt sich alles hier aus Bäumen und Bäumen und Bäumen und Bäumen und Bäumen und Bäumen. Es gibt auch nichts weiter Aufregendes auf dieser Karte. Also sprich irgendwelche Sammelgegenstände oder irgendwas in der Richtung. Nö. In der Beschreibung steht auch mit drin, dass man mit null Geld, also man kann auch mit null Geld anfangen, wenn man will, weil das Start-Equipment ist ja am Ende des Tages fast da. Nun, wir haben hier einen kleinen Traktor, wir haben einen kleinen Holztrailer und Dings dazu. Kettensäge sollte man sich noch kaufen und dann könnte man bei null theoretisch anfangen, ja. Ist dann aber doch eher, naja, sagen wir mal, ein sehr speziellerer Spielstil, beziehungsweise nun, es ist im Endeffekt eine Empty-Karte, die eingekürzt worden ist. Na, also es ist jetzt keine Standardgröße, generell es ist kleiner wie eine Standardgröße. Alles voller Bäume gesetzt und viel Spaß dabei, so frei nach dem Motto. Ja, mehr bietet die Karte nicht und mehr soll sie dementsprechend auch nicht bieten. Ob das dementsprechend jetzt euch ansprechen wird oder nicht, das ist dann wohl eher eine sehr harte Geschmackssache. Um ehrlich zu sein, ich kann mir aber durchaus vorstellen, weil die LS-Spielerschaft ist so groß, dass es hier Leute gibt, die sagen, jo, genau das wollte ich sowieso schon immer mal haben. Für die ist es ja natürlich was. Für den Rest denke ich mal eher weniger. Vorteil an dieser Bauweise, beziehungsweise generell an den Umfang der Karte, ist, dass wir hier ein Rekord bei Cornhub haben, was die Map-Größe angeht. Unglaubliche 22 MB ist diese Karte hier groß. 22 MB wird nicht mehr unterschritten werden können, würde ich mal behaupten. Deswegen da Glückwunsch an Frankie, den Rekord hast du auf jeden Fall geknackt. Lok ist sauber,
gut, man kann jetzt auch nicht allzu viele Fehler hier reinhauen, muss man dazu sagen, weil bis auf Bäume ist ja hier dementsprechend auch nichts. Nun, wird nicht die kürzeste Map-Vorstellung ever gewesen sein, aber auf jeden Fall eine sehr kurze Map-Vorstellung. Download-Link inklusive Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, oder René. Tschüssikowski. Tschüss.